Ja, hallo, hier ist der Rainer Streetz und ich habe heute ein ganz interessantes Thema. Wieso bist du noch nicht selbstständig? Warum ich so ein Thema habe, ist eigentlich ganz logisch. 90% des Welteinkommens werden von Unternehmern und Selbstständigen verdient. Und das sind nur 5 bis 10% der Weltbevölkerung. Und 90% der Weltbevölkerung arbeiten für 10% des Welteinkommens. Ja, das müsste einem eigentlich zu denken geben. Sondern aus dem Grund habe ich genau dieses Thema für heute gewählt. Wieso? Ganz einfach. Es gab niemals, niemals eine Zeit, wo es einfacher war, selbstständig zu sein. Auch da kann ich ganz klar sagen, wieso. Wir haben Zeiten des Internets. Wir haben Zeiten, wo innerhalb von 10 Jahren, 15 Jahren Vermögen gemacht werden. Ich denke nur, da gibt es zwei Leute, die erfinden etwas, das nennt sich WhatsApp. Ja, und was passiert? Facebook kauft WhatsApp. 1,8 Milliarden Dollar. Interessant, oder? So, das heißt also, man kann heute entweder Entwickler werden von so irgendwas, wenn man das Nötige auf dem Kästchen hat. Man kann Musiker werden, einen guten Titel einspielen, kann sein Leben lang verdienen. Man kann viele Dinge machen. Man kann einen Kiosk aufmachen für 10.000, 20.000 Euro. Man kann ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen. Aber das sind alles Dinge, die sind teuer. Die haben Folgekosten, möglicherweise Personalkosten und so weiter. Aber wo es viel, viel einfacher ist, das ist heute mit Hilfe des Internets. Network Marketing, Internet Marketing, all diese Dinge. Oftmals möglich mit Zero. Das heißt, ohne jegliches Kapital. Und ich denke mal, das ist für die, ich würde jetzt mal sagen, für die Mehrheit der Menschheit wahnsinnig interessant. Ich rede da immer von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich weiß, viele sagen bei diesem Begriff bedingungslose Grundeinkommen, das ist etwas, was der Staat machen muss. Ich denke da ganz anders drüber. Das ist etwas, was du selbst machen musst. Das ist etwas, wo du selber Charakter beweisen musst. Das ist etwas, wo du selber ins Risiko gehen musst. Und mal ganz ehrlich, was für ein Risiko haben wir denn heute? Wenn du mit Zero anfangen kannst oder nur mit wenig, was weiß ich, 50, 100, 200 Euro, was für ein Risiko ist das? Das Risiko ist genauso gering, wie wenn ich mit meiner Familie essen gehe. Da ist nämlich das Geld weg. Da habe ich nicht in meine Zukunft gesteckt. So, und aus dem Grund, probieren geht über studieren. Und genau deswegen empfehle ich jedem, absolut jedem, mach dich selbstständig. Fang an, dein Leben in deine eigene Hand zu nehmen. Fang einfach an, dich selbst zu entwickeln. Natürlich gehört dazu auch, dass man etwas lernt, dass man etwas macht, dass man etwas macht, was andere nicht machen. Scheitern tun die meisten nur an ihren eigenen Ängsten. Nicht deswegen, weil sie vielleicht etwas probiert haben und es hat nicht funktioniert. Ja und? Dann probieren wir nochmal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Rainer Streetz.